Modelltest 4. Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, haben Sie diesen Pullover auch in Rot? Nein, leider nicht. Schade. Und wie viel kostet diese Jacke? Die Jacke kostet nur 55 Euro. Sie ist im Angebot. Ja, aber die Farbe gefällt mir nicht. Wir haben auch noch Hosen bekommen, zu günstigen Preisen. Ja, die Jeans hier für 49 Euro gefällt mir. Ich nehme sie. Beispiel. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, haben Sie diesen Pullover auch in Rot? Nein, leider nicht. Schade. Und wie viel kostet diese Jacke? Die Jacke kostet nur 55 Euro. Sie ist im Angebot. Ja, aber die Farbe gefällt mir nicht. Wir haben auch noch Hosen bekommen, zu günstigen Preisen. Ja, die Jeans hier für 49 Euro gefällt mir. Ich nehme sie. Eins. Guten Tag. Mein Name ist Bernd Köhler. Ich bin krank und brauche einen Termin. Geht es morgen am Donnerstag? Nein, morgen haben wir keine Termine mehr frei. Können Sie am Freitag um 15 Uhr oder auch um 16.30 Uhr? Freitag um 15 Uhr passt mir gut. Dann bis Freitag. Auf Wiederhören. Guten Tag. Mein Name ist Bernd Köhler. Ich bin krank und brauche einen Termin. Geht es morgen am Donnerstag? Nein, morgen haben wir keine Termine mehr frei. Können Sie am Freitag um 15 Uhr oder auch um 16.30 Uhr? Freitag um 15 Uhr passt mir gut. Dann bis Freitag. Auf Wiederhören. Zwei. Julia, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück? Frische Brötchen und Eier. Soll ich auch Käse kaufen? Nein, Käse mag ich nicht. Aber vielleicht kannst du ein paar Scheiben Schinken kaufen. Das wäre super. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Julia, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück? Frische Brötchen und Eier. Soll ich auch Käse kaufen? Nein, Käse mag ich nicht. Aber vielleicht kannst du ein paar Scheiben Schinken kaufen. Das wäre super. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Drei. Hallo Yvonne. Ich habe gehört, du hast eine neue Wohnung. Wann ziehst du um? Ich muss ab Oktober Miete zahlen, aber ich kann schon am 15. September umziehen. Das ist toll. Dann hast du viel Zeit. Hallo Yvonne. Ich habe gehört, du hast eine neue Wohnung. Wann ziehst du um? Ich muss ab Oktober Miete zahlen, aber ich kann schon am 15. September umziehen. Das ist toll. Dann hast du viel Zeit. Hallo John, was möchtest du trinken? Einen Kaffee oder möchtest du einen Apfelsaft?
Ich mag Kaffee, aber ich habe heute schon so viel Kaffee getrunken. Gib mir bitte einen Apfelsaft. Oder ein Bier? Nein, lieber einen Apfelsaft. Ein Bier vielleicht später. Hallo John, was möchtest du trinken? Einen Kaffee oder möchtest du einen Apfelsaft? Ich mag Kaffee, aber ich habe heute schon so viel Kaffee getrunken. Gib mir bitte einen Apfelsaft. Oder ein Bier? Nein, lieber einen Apfelsaft. Ein Bier vielleicht später. Fünf. Sophia, wann wollen wir uns treffen? Kannst du am nächsten Mittwoch? Nein, am nächsten Mittwoch geht es leider nicht. Und hast du am Donnerstag Zeit? Ja, Donnerstag ist gut. Ich kann ab 8 Uhr abends. Super, dann sehen wir uns Donnerstag. Sophia, wann wollen wir uns treffen? Kannst du am nächsten Mittwoch? Nein, am nächsten Mittwoch geht es leider nicht. Und hast du am Donnerstag Zeit? Ja, Donnerstag ist gut. Ich kann ab 8 Uhr abends. Super, dann sehen wir uns Donnerstag. Sechs. Guten Tag. Ich suche eine Apotheke. Das ist ganz einfach. Fahren Sie an der nächsten Straße nach rechts und dann gleich wieder links. Da ist eine Apotheke. Guten Tag. Ich suche eine Apotheke. Das ist ganz einfach. Fahren Sie an der nächsten Straße nach rechts und dann gleich wieder links. Da ist eine Apotheke. Modelltest 4. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Liebe Fluggäste, gebucht auf Lufthansa-Flug LH170 nach Berlin. Wegen schlechten Wetters ist der Abflug nach Berlin heute nicht um 16.30 Uhr, sondern um 17 Uhr. Ich wiederhole, Abflug nach Berlin heute eine halbe Stunde später. Sieben. Liebe Besucherinnen und Besucher des Panoramabads, bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten. Wie jeden Montag haben wir heute nur bis 20 Uhr geöffnet. Zu Ihrer Information, an den anderen Wochentagen, auch am Wochenende, können Sie bei uns bis 22 Uhr schwimmen. Sieben. Liebe Besucherinnen und Besucher des Panoramabads, bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten. Wie jeden Montag haben wir heute nur bis 20 Uhr geöffnet. Zu Ihrer Information, an den anderen Wochentagen, auch am Wochenende, können Sie bei uns bis 22 Uhr schwimmen.
8. Liebe Kundinnen und Kunden, besuchen Sie unsere Lebensmittelabteilung im ersten Stock. Heute empfehlen wir frisches Gemüse aus der Region. Und noch ein Hinweis. In unserem Restaurant im dritten Stock bieten wir Ihnen heute leckeren Sauerbraten für nur 9,50 Euro und verschiedene Salatplatten für nur 6 Euro. Acht. Liebe Kundinnen und Kunden, besuchen Sie unsere Lebensmittelabteilung im ersten Stock. Heute empfehlen wir frisches Gemüse aus der Region. Und noch ein Hinweis. In unserem Restaurant im dritten Stock bieten wir Ihnen heute leckeren Sauerbraten für nur 9,50 Euro und verschiedene Salatplatten für nur 6 Euro. Nein. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen Sie Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Leider hat unser Zug im Moment 20 Minuten Verspätung. Ihr Anschlusszug nach München, planmäßige Abfahrt 18.12 Uhr, wartet aber auf Sie. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nein. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen Sie Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Leider hat unser Zug im Moment 20 Minuten Verspätung. Ihr Anschlusszug nach München, planmäßige Abfahrt 18.12 Uhr, wartet aber auf Sie. Wir bitten um Ihr Verständnis. Liebe Kundinnen und Kunden, der Winter steht vor der Tür. Winterschuhe in allen Größen für den Herrn und die Dame finden Sie im dritten Stock. Suchen Sie Kinderschuhe, gehen Sie bitte in den vierten Stock. Liebe Kundinnen und Kunden, der Winter steht vor der Tür. Winterschuhe in allen Größen für den Herrn und die Dame finden Sie im dritten Stock. Suchen Sie Kinderschuhe, gehen Sie bitte in den vierten Stock. Modelltest 4. Hören. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 11. Hallo Maria, hier ist Anna. Du hast doch noch die CDs von mir. Du, ich brauche sie wieder. Eine Freundin macht am Wochenende eine Party und ich will ihr die CDs geben. Kann ich sie heute Abend so ab 20 Uhr abholen? Danke und bis dann. Hallo Maria, hier ist Anna. Du hast doch noch die CDs von mir. Du, ich brauche sie wieder. Eine Freundin macht am Wochenende eine Party und ich will ihr die CDs geben. Kann ich sie heute Abend so ab 20 Uhr abholen? Danke und bis dann.
12. Guten Tag, Herr Meier. Hier spricht Gunther Schmidt. Ich kann morgen leider noch nicht zur Arbeit kommen. Ich bin immer noch krank. Ich war gestern beim Arzt und er hat mich bis Ende der Woche krankgeschrieben. Ich komme dann nächste Woche wieder, am Montag. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Auf Wiederhören. Guten Tag, Herr Meier. Hier spricht Gunther Schmidt. Ich kann morgen leider noch nicht zur Arbeit kommen. Ich bin immer noch krank. Ich war gestern beim Arzt und er hat mich bis Ende der Woche krankgeschrieben. Ich komme dann nächste Woche wieder, am Montag. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Auf Wiederhören. Hallo Roberto. Wir haben bald Urlaub und wollen dieses Jahr nach Österreich fahren, nicht ans Meer. Da waren wir schon so oft. Ihr wart doch letztes Jahr in Österreich. Habt ihr Tipps? Könnt ihr etwas empfehlen? Wart ihr eigentlich auch schon mal in der Schweiz? Ruft uns bitte an. Jan. Hallo Roberto. Wir haben bald Urlaub und wollen dieses Jahr nach Österreich fahren, nicht ans Meer. Da waren wir schon so oft. Ihr wart doch letztes Jahr in Österreich. Habt ihr Tipps? Könnt ihr etwas empfehlen? Wart ihr eigentlich auch schon mal in der Schweiz? Ruft uns bitte an. Jan. Hallo Agnes. Also, ich habe mal im Internet nachgesehen. Also, das Konzert ist nicht in der Stadthalle, sondern auf dem Marktplatz. Treffen wir uns dort? Ich bin jetzt noch in der Volkshochschule, aber um 20 Uhr kann ich da sein. Bis dann, Eva. Hallo Agnes. Also, ich habe mal im Internet nachgesehen. Also das Konzert ist nicht in der Stadthalle, sondern auf dem Marktplatz. Treffen wir uns dort? Ich bin jetzt noch in der Volkshochschule, aber um 20 Uhr kann ich da sein. Bis dann, Eva. Hallo Claudia, hier Anja. Du hast gesagt, du willst am Samstag in die Disco gehen. Können wir nicht bei dir zu Hause bleiben und einfach fernsehen? Ich bin ein bisschen krank. Ich kann aber 2 Pizzas mitbringen und auch etwas zu trinken. Was denkst du? Bitte ruf mich an. Danke, Anja. Hallo Claudia, hier Anja. Du hast gesagt, du willst am Samstag in die Disco gehen. Können wir nicht bei dir zu Hause bleiben und einfach fernsehen? Ich bin ein bisschen krank. Ich kann aber 2 Pizzas mitbringen und auch etwas zu trinken. Was denkst du? Bitte ruf mich an. Danke, Anja.
Dilimiz Almanca. Sayılarla başlıyoruz, gerisi çocuk oyuncağı. Bir ein, iki zwei, üç drei, dört vier. Sayı saymak Almanca'da şiir yazmak gibidir.